Du hast den Schwierigkeitsgrad auf normal gestellt. Verstehe. Die Gegner in dieser Gegend sind recht harmlos, also keine Sorge. Aber wenn du meine Hilfe brauchst, dann lass ich mich bitte wissen. Oh, und eine Sache noch. Wenn die Stärke des Gegners dich überfordert, dann wirf einen Blick auf die Trophäe im Burgkeller. Hä? Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber dieser Glücksbringer wird schon lange von Ritter zu Ritter weitergegeben. Wenn du überfordert bist, könnte es ein Versuch wert sein. Oh, okay, danke. Wenn die Stärke des Gegners dich überfordert, dann wirf einen Blick auf die Trophäe im Burgkeller. Ist das so richtig? Ich werde versuchen, das nicht zu vergessen. Jetzt möchte ich dir noch etwas geben, wenn ich darf. Ist das... Wenn du die Stadt verlässt, solltest du immer etwas zu essen mitnehmen. Indem du etwas isst, erhältst du Vorteile wie Gesundheitsregenerierung und vorübergehende Fertigkeitserhöhungen. Diese Vorteile ändern sich, je nachdem, welche Art von Nahrung du isst. Das werde ich mir merken. Entschuldige, dass ich so neugierig bin. Goodbye. Sei bitte vorsichtig. Okay, jetzt habe ich ein Brot. Eigentlich bin ich viel zu schwach, um überhaupt irgendwas zu tun. Okay, vielleicht kann ich Venti noch das Brot schenken. In der Hoffnung, dass ich hier halt überhaupt irgendwas schenken kann zum Geburtstag. Hallo. Oh, Brot. Das ist nicht gerade das beste Geburtstagsgeschenk. Aber es ist besser als nichts, nehme ich an. Vielen Dank. Entschuldigung, mehr habe ich leider gerade nicht zu bieten. Jetzt gehe ich wieder ins Bett. Weil ich bin total kaputt und habe gerade auch nichts, was ich sonst tun kann. Deswegen gehe ich jetzt erstmal ins Bett. Auch wenn es hellig der Tag ist, aber das ist okay. Yes. Let's go. Es regnet. Guten Morgen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es im Spiel regnet oder bei mir. Zeit aufzustehen, Prinzessin. Butler zu sein ist nicht leicht, aber es ist die Mühe wert. Da ich noch in der Ausbildung bin, gibt es nicht so viele Aufgaben, die ich wahrnehmen kann. Aber ich schwöre dir, dass ich eines Tages ein waschechter Butler werde. Wahrscheinlich auch noch ein teuflisch guter, wie ich mich kenne. Oder wie ich ihn einschätze. Wissen die, wie ich mich kenne? Das hat ja nichts damit zu tun. Ernsthaft, Savannah. Erst nachdenken, dann reden. Nicht unbedingt meine Stärke, aber passt schon. Ich sollte nicht alle verkaufen, ne? Nein, ich sollte nicht. Aber einen Teil werde ich verkaufen, aber ich sollte definitiv nicht alle verkaufen. Das Wetter passt sich den wahren Begebenheiten in meinem Leben an. So. Daraus kann ich nämlich ja was zu essen machen. So, und da. Legen wir die an und... Da ist gerade eine Blume gewachsen. Okay. Den habe ich vergessen. Ja, ich vergesse. Das war voll daneben. So, haben wir denn hier so. Sehr gut. Gucken wir mal, was Venti so sagt. Hallo, Venti. Was willst du? Oh, du bist es. Schleich dich doch nicht so an mich ran. Entschuldigung. Guten Morgen. Ich habe gestern gar keine Zutaten gegessen, ich schwöre. Oh, deine Kunden konnten also endlich mal dein Essen probieren, was? Von wegen, ich habe selbst verputzt. Warum? Margaret, ich hasse Regentage, du nicht auch? Komm schon, so schlimm ist es nicht. Auf meinem Plan für heute steht, ich soll als Stadtführerin für einen Fremden fungieren. Müll aufsammeln und ein neues Lied komponieren, das ich im Restaurant spielen kann. Alles in allem? Gar nicht so schlecht. Klingt nach einem entspannten Tag. Echt jetzt? Okay, du hast doch bestimmt, Eliza hat bestimmt wieder irgendwas zu tun. Hier sind die heutigen Anfragen. Etwas liefern. Okay. Auf
aufschreiben. Okay, ich habe die Einzelheiten zu dem Auftrag in meinem Notizbuch festgehalten. Das ist eine Anfrage von Vishnal. Er erklärt sich mit dieser Anfrage bereit, dir beizubringen, wie man etwas liefert. Mal sehen, er will dir Folgendes sagen. Thank you. Ich möchte eine Lieferung in Auftrag geben. Zuerst legst du ein Rübenexemplar in die Lieferkiste in diesem Feld. Alles, was sich in der Lieferkiste befindet, wird am nächsten Morgen geliefert und bezahlt. Am besten legst du erstmal nur ein Rübenexemplar hinein, um ein Gefühl für den Vorgang zu bekommen. Das ist im Grunde schon alles. Wenn du das Rübenexemplar in die Lieferkiste gelegt hast, kommst du her und sagst Bescheid. Oh, Vishna hat dir für diesen Probelauf was geschickt. Eine Rübe. Wenn du das Ding verlierst, musst du selbst ein anderes Exemplar heranziehen. Und jetzt los, versuch den Artikel zu... Hallo, weißt du, wie viel Rüben ich gerade in diese scheiß Versandkiste gepackt habe? Das waren gefühlt 90. Ja, so viel waren es wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, gefühlt. Das ist schön, wie schnell. Morning. Ah! Hallo! Jetzt unterhalten Sie sich. Ich will mitreden. Guten Morgen. Regnerisch genug für dich? Ja, irgendwie ist es wohltuend. Meinst du nicht auch? Ich habe bei Porco zu viel Essen bestellt. Aber dann sind mir ein paar Missgeschicke passiert. Also war es am Ende genau die richtige Menge. Guten Morgen. Du scheinst heute gute Laune zu haben. Ich habe immer gute Laune. Oh, gut. Es scheint, dass du nun öfter Sachen lieferst. Mach weiter so, ja? Guten Morgen. Warte. Dich hau ich auch gleich nochmal eben an. Kein ideales Wetter zum Wäschewaschen. Du bist so ein Frühaufsteher, Herr Volcanen. Das ist die Pflicht eines Butlers. Spaß, den zuzusehen. Gut, du scheinst deine Aufgabe erledigt zu haben. Aber Achtung! Alles, was in der Lieferkiste abgelegt wurde, wird um 8 Uhr am Morgen des jeweiligen Tages oder am nächsten Tag verschickt. Neue Dinge wie das hier kannst du Schritt für Schritt lernen. Ehe du dich versiehst, bist du Profi im Umgang mit Lieferungen. Hier, Vishnal hat dir einen Brief geschickt. Wow, das hast du gut gemacht. Oh ja, ich habe den Gemischtwarenladen gebeten, eine größere Auswahl an Saatgut zu verkaufen. Kaufe Saatgut im Laden, züchte Pflanzen daraus und liefere dann so viele Erzeugnisse wie möglich aus. Und am Schluss steht fröhliches Farmen. Muss wohl ein Scherz sein. Egal, das war's für heute. Komm morgen wieder, dann bringen wir das Ganze zu Ende. Dann bringen wir das Ganze zu Ende klingt auch total toll. Okay, dann will ich jetzt mal gucken, was ihr jetzt so... Hier ist ja keine Sau. Warum ist hier keiner? Hey, welcome. Can this be? Dieses Geräusch, das muss der Regen sein. Hey, Savannah. Warum gehst du nicht mal los und suchst einen neuen Fall für mich? Wie soll ich das denn machen? Weiß nicht, aber du schaffst es schon. Willst du denn nicht Zeuge meines großen Erfolgs werden? Jeez. Selbst wenn ich das wollte, kann ich ja nicht einfach mit den Fingern schnippen, damit etwas Rätselhaftes passiert. Wer bist du? Achso, Doug. Hallo. So tired. Morgens zu arbeiten ist so ermüdend. Hey. Also, erstmal quatsche ich mit dir. Es muss hart sein, in dieser Burg zu wohnen. Aber viel Glück. Hallo, ich würde gern... Junge. Ich würde gern bei dir einkaufen. Ich glaube What's nämlich... Up? Rüben. Was haben wir hier noch? Kartoffeln. Oh ja, ich will... Yep. 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 Au. Yep. So. Ypsilon Thanks. Einkaufen. Wie viel Geld habe ich noch? 500. Hm. Das lassen wir erstmal. Okay? Ich bringe jetzt erstmal Kartoffeln. Nee, danke. Erstmal reichen mir die Kartoffeln. Dankeschön. Hallo. Good morning. Es ist schön, nach dem Regen zu trainieren. Wieso leistest du mir nicht das nächste Mal Gesellschaft? Good morning. Klar, wann immer du möchtest. Wenn du Fragen bezüglich Lady Ventusful hast, solltest du dich an Kiel wenden. Er recherchiert schon lange über die göttlichen Drachen. Aber wenn er dir sagt, dass ich Süßes liebe und nicht Angst vor Geistern habe, glaub ihm kein Wort. Er lügt. Verstanden? Oh, okay. Er lügt überhaupt nicht, meine Liebe. So genau, ich wollte kochen. Alter, was sind denn alle rumstehen jetzt? So. Ich möchte etwas kochen. So, ich möchte meine Rüben. Essigrüben, genau. Ich möchte... Ich kann 7 machen.
Aber ich habe doch nur 7 Rüben. Habe ich 8 Rüben? Ich toll, sie ist nichts geworden, oder was? Au. Ich mal wieder, ey. Nee, hallo, ich wollte das essen. Also irgendwie kriege ich mit dieser Steuerung noch nicht so ganz warm. Okay, habe ich mich gerade vergiftet? Ist ja sehr toll. Ich schaffe auch wieder echt nur ich hier so. Ne, das Bambus-Ding jetzt lasse ich da jetzt mal stehen. So. Hineinsehen, so. Toll, lauter misslungene Gerichte. Das ist super. 75, das ist ja, was ich bin ja. Aber da ich jetzt schon wieder so müde bin, wie spät ist es? Es ist halb. Vielleicht sollte ich doch lieber baden gehen. Um heute noch irgendwas auf die Kette zu kriegen. Oh, hallo. Wow, Kjell sieht so ernst aus. Er denkt wahrscheinlich an etwas sehr Wichtiges. Ich frage mich, was ich heute kochen soll. Mehr Erdbeerkuchen oder vielleicht sogar Schokokuchen? Hallo. 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 Willkommen. Was kann ich für dich tun? Ich will mit dir plaudern. Ich bin müde, ja? Ja, nein? Ja? Und willst du? Der schöne Scott. Entschuldigung. Aber den Namen finde ich schon gut. Ich habe endlich bekommen, was ich schon immer haben wollte. Eine Korundblume. Sieht nett aus. Das hat voll funktioniert. Was machst du denn da? Du kannst betteln und fliehen, so viel du möchtest. Ich gebe sie dir nicht. Nein, ich würde sie dir niemals geben, egal was du mir dafür anbietest. Na gut, damit nicht. Ich würde jetzt gerne baden gehen. Danke. Nee, ich sag hier lieber vorne Bescheid, dass ich baden gehen möchte. Ich möchte gerne baden, bitte. Wir haben noch ein paar kostenlose Bäder übrig. Oh, da steht jemand. Da steht jemand. Ja, wirklich. Moment, wer zieht sich da gerade um? Hallo? Ich möchte mit dir reden. Achso, du wieder. Wieder ein Zitronenbikini. Ach, Margaret, kann ich nicht mal wie anders? Passiert jetzt was, wenn ich da drüben reinlaufe? Dreimal Schussel. Ich bin kein Schussel, ich mache das mit Absicht. Das ist eine Topfpflanze. Das ist schön. Ich dachte, vielleicht passiert hier noch irgendwas, aber... Nö, jetzt zieht sie sich wieder an. Wie langweilig. Ich habe gedacht, irgendwas könnte doch jetzt nochmal passieren hier. Okay, wir gehen einfach mal eine Runde raus. Was haltet ihr davon? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Auch gut zu wissen. Wieso wächst denn hier schon wieder so viel Schamumsel? Ernsthaft. Dieses ganze Schamumsel, das da wächst, ist ja edel. So, das heißt... Schaf.
Muss ich das Schaf hauen? Ich will das süße Schaf nicht hauen. Oh, guckt euch doch mal an, wie knuddelwuddelig es ist. Und es tut mir nicht mal was. Es ist so ein knuddelwuddeliges Schaf. Warum kann ich hier speichern? Ich finde das nicht gut. Trotzdem tue ich es jetzt mal. Oh, so ein knuddelig-wuddelig-putziges... Hier sind doch mehr knuddelig-wuddelig-putzige Schafe. Warum sind hier so knuddelig-wuddelig... Seid ihr süß? Ich möchte euch knuddeln. Ich... Kann ich euch nicht irgendwie... In diesem Wald herrscht eine seltsame Atmosphäre. Schmetterlinge? Huch, das ist ein Monster! So, das legen wir gleich mal an. Huch, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ihr werdet lachen, das mache ich mit Absicht. Zum Skillen. Weil, ohne Scheiß, das wird man so brauchen, wenn ich hier was mitnehme. Ne? Das wird man echt dummerweise so brauchen. Es ist einfacher, alle auf einmal aufzunehmen, statt sie herauszusuchen. Statt mir die herauszusuchen, die ich möchte. Aber ob ich sie auch alle tragen kann? Vielleicht könnte ich sie einzeln nehmen und den Stapel dann in meine Tasche wieder zusammensetzen. So, das haben wir ja schon ein paar Mal mit dem Holz gemacht. Nein, da wollte ich doch noch gar nicht hin. Hä? Irgendetwas hindert mich daran, weiterzugehen. Ich sollte es wohl nochmal versuchen, sobald ich diese Monster besiegt habe. Ich wollte hier noch gar nicht hin. Ich gehe einfach nochmal wieder. Okay, dafür... Ich hasse Bogenschützen. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Wer mag schon Bogenschützen von eigentlich hier vorne laufen? Ist nämlich auch was drin. Ein Insektenpanzer. Und eine Rübe. Okay, freue ich mich hier hin. Ich weiß nicht, ob ich mir... Moment, so, ich habe ja... Nein, ich will dieses Brot nicht. Ich werde nie lernen, mit welcher Taste ich das so... Hier fliegen schon wieder irgendwo Pfeile rum. Schlimmstenfalls auf mich. Juhu, ich habe einen Langschwert-Sprintangriff entdeckt. Greife aus dem Lauf heraus an, um auf einen Gegner zuzupreschen und ihm einen wuchtigen Überkopfschlag zu verpassen. Ach, das will ich doch gar nicht. Ich will die... Habe ich die Monster besiegt und kann weitergehen. Vielleicht sollte ich erst versuchen, die Monster zu erledigen, wenn mir der Weg auf diese Weise versperrt ist. Das macht voll Sinn, aber ich will hier eigentlich noch gar nicht sein. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Ein Pilz. Schon wieder Schmetterlinge. Ich bin noch gar nicht gut genug dafür. Ich frage mich, was da draußen wohl ist. Nichts. Also eklige Krabbeltiere. Spore. Auf jeden Fall wirst du hier... Ah, wo kommt ihr denn auch mal her? Scheiße, ich glaube, ich bin schon wieder auf dem falschen Weg. Ah, ich will auch sowieso jetzt erstmal nach Hause. So, kann ich noch ein bisschen leveln. Da unten ging es auch noch irgendwo hin. Okay, ich nehme die Schuhe.
Nehme Schuhe mit.